Voll Life ist heute wieder im Vorarlberger Tierschutzheim in Dombien. Wir stellen Ihnen heute Meerschweinchen vor, die ein neues Zuhause suchen. Was braucht man, um so ein Meerschweinchen aufzunehmen? Wichtig ist, dass man große Käfig hat, so groß wie irgendwie möglich, weil die Meerschweinchen bewegen sich ganz gern. Im Käfig sollte es genügend Versteckmöglichkeiten haben, weil die Meerschweinchen sind Fluchttiere und bei drohender Gefahr, wenn sie sich gleich verstecken. Ansonsten braucht man halt genügend Zeit, um sie täglich zu füttern und sie zu beschäftigen. Für wen sind Meerschweinchen geeignet? Meerschweinchen sind eigentlich für alle geeignet, die sich interessieren für die kleinen Tiere. Nicht unbedingt für kleine Kinder, weil sie lohnen sich nicht so wahnsinnig gern anfassen. Es ist eher ein Tier zum Anschauen als zum Anfassen und die kleinen Kinder wollen immer ganz gern was zum Angreifen haben. Wie heißen diese beiden und wie alt sind sie? Die zwei Exemplare sind die Tina und die Tini und die sind 5 bis 6 Jahre alt. Und wie alt werden diese beiden noch? Also durchschnittlich werden Meerschweinchen 5 bis 8 Jahre, können aber auch mal 9 Jahre werden. Also 2 bis 3 Jahre leben die zwei schon wahrscheinlich noch. Ja. Als nächstes stellen wir die Hündin Lia vor. Was ist Lia für eine Rasse? Lia ist ein American Staffordshire Terrier. Sie ist, wie man gerade sieht, sehr aktiv. Für wen wäre sie geeignet? Ja, Lia ist wirklich ein Wirbelwind. Wäre wichtig, dass sie zu einer aktiven Person kommt, wo viel Zeit hat zum Musik gehen, mit dem Fahrrad oder Hundesport machen. Einfach jemand, der wirklich selber auch aktiv und sportlich ist. Wie alt ist sie? Lia ist ein Jahr alt jetzt. Also eine sehr aktive Person, die sich viel beschäftigt, auch eine Hundeschule geeignet? Ja, wäre wichtig bei ihr. Also es ist jetzt gerade ein Alter, wo sie ist ein kleiner Pubertät, sie rebelliert ein bisschen. Sie hat auch noch nicht wirklich eine wahnsinnige Erziehung genossen, also es wäre wichtig, dass man mit ihr in eine Hundeschule geht. Wichtig für die Lia wäre auch, dass die Person, die sie übernimmt, auf jeden Fall über Hundeerfahrung verfügt. Vorzugsweise mit ähnlichen Rassen und keine kleinen Kinder daheim hat. Was mag Lia denn gerne? Lia schwimmt sehr gerne, also wenn sie Wasser sieht, ist sie sofort drin. Ansonsten, wie man sieht, ist Lia auch sehr verspielt und sehr verschmust. Wie kommt Lia mit anderen Tieren aus? Also bei den Hunden kommt es auf den Hund drauf an. Lia hat nicht wahnsinnig viel Erfahrung mit anderen Hunden. Die Vorbesitzer haben sie nicht so oft zu anderen Hunden dazulassen. Also es kommt auf den anderen Hund drauf an. Katzen, Kleintiere nicht unbedingt zu empfehlen, die jagt sie.